sehen. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen na gut. Bei der Sache. Dann versuchen wir dich doch mal zu unterbrechen, bevor du irgendwas zaubern kannst. Du hast leider nichts mehr, ne? Naja. Na gut, aber der Rest rauf da. Ja, das schaut doch gut aus. Und gleich nochmal. Tja, hier kannst du auch ruhig angreifen. Ja, das war also die geballte Macht der Natur, die nur er heraufbeschwören kann. Und nichts dabei. Ja, nee, es war irgendwie nicht sehr beeindruckend. Aber 1000 Erfahrungspunkte haben, nicht haben. Oh, da ist noch ein Bär. Der weiß bestimmt auch nicht, was los ist. Huh. Na gut, das war mal ein komischer Zwischenfall. Aber wir sind nicht hier, um sowas aufzudecken, sondern um Banditen zu finden. Wie sieht's mit Heilzaubern aus? Wird langsam schwach, ne? Ja, na gut, dann ruhen wir uns einmal aus. Und dann decke ich bitte die Karte auf. So, jetzt haben wir uns ausgeruht, jetzt werde ich aber nicht das Gebiet hier weiter erforschen, sondern nur kurz hochheilen und dann gehe ich zurück nach Nashkel, um zu verkaufen, weil, wie ihr sehen könnt, sind unsere Rucksäcke schon ziemlich voll mit Loot. Und mit etwas Glück haben wir dann genug Gold für das Schild und ein bisschen Puffer. Und das wäre ja schon schick. So, dann noch die beiden heilen. Ja, dann bis gleich. Wie ihr eben vielleicht gesehen habt, bin ich doch nicht nach Nashkel gegangen, weil es ist ja doch ein bisschen weit weg jedes Mal, sondern nach Beregros, weil es einfach näher dran ist. Auch wenn der Händler bzw. der Schmied nicht wirklich nah am Kartenrand ist, sollten wir uns doch vielleicht langsam gewöhnen, in Beregros immer Zwischenstopps einzulegen. Zumal ich die Stadt auch nicht mehr ganz so gut kenne, das heißt, wir können es auch gleich mit einer Entdeckungstour verknüpfen. Aber jetzt haben wir erstmal jemanden vor uns stehen, der anscheinend was zu sagen hat. Ich kann euch ein nettes Angebot machen. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich habe gehört, dass ihr ausgezeichnete Krieger seid und mache euch daher einen Vorschlag. Möchtet ihr die Leibwächter meiner Herrin sein? Wir sind immer auf der Suche nach Geld. Erzählt uns mehr. Ich heiße Garrick und arbeite für Silke Rosena. Sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwertküste und wird noch vor Ende dieses Monats im herzoglichen Schloss aufspielen. Leider nur befindet sie sich seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Ein paar von Feldeposts angeheuerten Schlägern haben ihr übel zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in seinem Wirtshaus gespielt hat. Man kann ihr für ihr Fortbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt, dieser Feldepost, ist ein ausgesprochener Schurke. Ja, in dem Laden haben wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das war das Wirtshaus, wo wir gleich angepöbelt wurden, als wir reingegangen sind. Sie braucht Söldner, die sie beschützen, bis sie zum Aufbruch nach Baldustro bereit ist. Sie ist bereit, 300 Goldmünzen zu zahlen. Was haltet ihr davon? Wir wollten zwar eigentlich gerade zum Händler gehen, aber eine Maid in Not lassen wir nicht warten. Das klingt vielversprechend. Warum stellt ihr uns nicht eure Herren vor? Ich bin überzeugt, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Wir treffen uns dann vor dem Gasthaus Rote Garbe. Wo ist das Gasthaus? Ach, er scheint uns gerade hinzuführen. Wissen wir wenigstens, wo das nächste Gasthaus ist. Und das muss seine Herrin sein. Schauen wir doch mal. Hallo, ich sehe, mein lieber Garrick war recht beschäftigt. Ihr seht aus, als wärt ihr eine zusätzliche Bezahlung wert. Was hat euch denn mein kleiner Helfer angeboten? Ich habe ihm 300 Goldmünzen angeboten, wie ihr befohlen habt. Ich erhöhe euren Lohn auf 40 Goldmünzen pro Kopf. Sind 40 mal 6 sind 240. Das sind keine 300.
Ach so, sein Lohn. Na gut. Nun gut, ich nehme an, Garrick hat euch bereits gesagt, was ihr zu tun habt. Eure Aufgabe ist es, die Schläger kaltzustellen. Das ist eine komische Wortwahl für eine Dame. Wenn sie mich bedrohen. Das sollte nicht weiter schwierig sein. Aber ihr müsst zügig zur Sache gehen. Auf keinen Fall dürft ihr mit ihnen reden. Einer von ihnen ist ein Magier, der mit seinem Zauberspruch auch über den Klügsten eure Macht übe. Ha? Der mit seinen Zaubersprüchen auch über den Klügsten große Macht ausüben kann. Na gut. Da scheinen auch gleich welche zu kommen. Auch wenn die nicht wirklich wie Magier aussehen. Hier ist sie, Feldepost Schlägertruppe. Schlagt zu, wenn ich es euch sage. Wir grüßen dich, Silke. Wir sind gekommen, wie ihr es verlangtet. Das passt nicht. Und wir haben die... Versucht nicht, mich zu bedrohen. die haben dich nicht bedroht. Ich werde keine leichte Beute für euch sein. Ich habe Freunde bei mir. Wovon redet ihr? Wir haben die Edelsteine mitgebracht, die... Jetzt haltet den Mund. Hier könnt ihr euch nicht herausfinden. Schlagt jetzt zu. Tötet sie alle. Nee. Die scheinen nicht wirklich bedrohlich zu sein. Eher du bist bedrohlich. Gebietet diesem Wahnsinn Einhalt. Wir werden niemanden umbringen, der unschuldig ist. Unsere Abmachung ist hinfällig. Ihr seid vermutlich sowieso zu feige, um in einem Kampf von Nutzen zu sein. Mit denen werde ich selber fertig, nachdem ich mit euch fertig bin. Garstiges Biest. Na gut, alle rauf da. Du versuchst mal zu unterbrechen. Immun mit ihrem Stab auch. Ja, gut, gut. Und alle rauf da. Das ging ja schnell. 900 Erfahrungspunkte. Oh, was Magisches ist immer gut. Wir haben keinen Platz mehr, weil wir alle vollgepackt sind mit Schwertern und Haarschöpfen. Na gut, sprechen wir erstmal mit dem Handlanger. Silke ist tot. Sie hat es wohl verdient. Man kann nicht so bösartig sein und erwarten, damit ungestraft durchzukommen. Jetzt bin ich wohl arbeitslos. Wäre es zu viel verlangt, wenn ich euch bitten würde, mich bei euch aufzunehmen? Wir können im Moment leider keinen gebrauchen. Aber er scheint da ins Gasthaus zu gehen. Na gut. Und was ist mit euch drei? Hab Dank dafür, dass ihr die böse Hexe gestoppt habt, bevor sie uns töten konnte. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Hat einen Gegenstand gewonnen. Einen Abwehrtrank. Na gut. Hat noch jemand Platz? Ne, der Bogen muss weg. So. Jetzt sind wir aber absolut vollgestopft mit Ausrüstung zum Verkaufen. Also ab zum Schmied der Valanten. War doch, oder? Ja. Donnerhammers Schmiede. Auch wenn der Schmied da so ein bisschen komisch war. Aber gut. Ist sein Leben, kann er machen, was er will. Du stinkst. Ich stinke gar nicht. Gerogon, Gerogon, mir hat einer im windigen Schwindler eine Goldmünze gegeben, damit ich euch suche. Oh, langsam, mein atemloses Kind. Wer wirft mit Geld um sich in der Hoffnung, mich zu finden? Sie heißt Offizier Wei. Ups, hat Immune wieder was angestellt? Und gehört zur flammenden Faust. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, sie ist echt nett. Na gut, wenn ein Kind das sagt, Kinder kann man ja nicht übers Ohr hauen und so. Na gut, danke mein Kind. Ihr habt euch eure Goldmünze verdient. Ich werde bald in den windigen Schwindler gehen und mich mit Offizier Wei treffen. Gut, ihr seid ja echt nette Leute. Meine Mutter hat gesagt, dass die Schwertküste heutzutage ein paar echte Helden nötig hat. Möge Timora euch beschützen. Alles klar? Jupp, alles klar. Wir gehen erstmal zum Schmied, werden unsere ganze Ausrüstung los. Und danach schauen wir beim windigen Schwindler vorbei. Peter, Wanderer, bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Dich kennen wir ja auch noch. Er hat uns ganz am Anfang ein paar ominöse Tipps gegeben. Also wirklich hilfreich war er nicht, aber er wollte nicht mehr sagen, weil er nicht mehr sagen darf. Na gut, erneut kreuzen sich unsere Wege. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns vorstellen, da wir uns zweifellos wieder begegnen werden. Ich heiße Elminster. Von ihm haben wir auch schon gehört, einer der mächtigsten Magier hier im Reich. Ich habe viele Geschichten über eure Taten gehört, seit wir voneinander getrennt waren. Es scheint, dass das Schicksal euch für ein großes... an der Schwertküste ausersehen hat. Eine rechte Last für einen jungen Menschen. Ja, wir haben schon recht viel durchgemacht, aber...
Wir tun viel Gutes und das ist uns Belohnung genug. Das passt zum Paladin, oder? Ja, denke ich auch. Ich habe nur getan, was ich für das Beste hielt. Das scheint für wahr der Fall zu sein. Eure Handlungen zeugen von Nächstenliebe und freiem Willen, seien dies nun Absicht oder nicht. Aber genug von meinen Ausführungen. Vor euch liegt eine lange Reise und ich will euch mit meiner Rede nicht aufhalten. Ich kann euch eine Information geben, wenngleich sie für euch vermutlich nicht neu ist. Die von euch gesuchten Räuber halten sich gewöhnlich im Nordosten auf. Ja, da waren wir ja schon. Nun will ich meinen Abschied nehmen. Also er hat uns wieder nichts wirklich Neues gesagt und uns nur Rätsel übrig gelassen und ist dann verschwunden. Komischer Kauz. Und sowas ist der mächtigste Magier hier im Reichen. Na gut. Oh. Kein Schmied ist zu Hause. Ist ja auch spät, ne? Hihi. Immerhin. Du willst sie doch bestimmt mal umgucken. Ist hier echt keiner? Nee. Und ein Speer. Na toll. Was erwartet man noch an einer Schmiede? Ist hier noch irgendwo was? Da ist noch eine Kiste. Und da ist noch eine Kiste. Ganz viele Schwerter. Aber keins davon ist magisch. Und wenn wir die hier klauen würden und gleich wieder verkaufen, würde es ihm bestimmt auffallen. Jeder Handwerker erkennt normalerweise seine eigene Kunst. So, und oh, yummy. Da werfen wir doch mal, was werfen wir da mal weg? 4 Haarbüschel. So. Das Schwert bekommt Gerogon. Obwohl, erstmal sollte sie es haben, um zu identifizieren. Na, eigentlich sollten wir erstmal hier raus. Dann können wir das alles machen. So, was hier? Wir haben nichts gemacht. Wir wollten nur den Schmied suchen, haben ihn nicht gefunden. Dumm, die dumm. So. Dumm, die dumm, die dumm. Gehen wir hier runter. So, und jetzt können wir Dünner hier das in die Hand drücken. Das billige Schwert. Na gut, Bogen kann weg. Du kriegst das Schwert. Aber sie hat jetzt gar keinen Zauber über, ne? Mm, ja. So. Morgen können wir das mal identifizieren. Shahira hat noch ihr Level up. Gut, gut. Druide auf Stufe 4. Das heißt, sie hat neue Zaubersprüche. Dann nehmen wir doch mal leichte Heilung. Davon können wir nie wirklich genug haben. Und einmal... Tiere bezaubern. Wir wurden schon oft genug von recht starken Bären angegriffen, als sie das lohnen könnte. Stufe 3 kann sie leider noch nicht. Na gut. Dann machen wir uns mal auf zum windigen Schwindler. Da konnten wir, glaube ich, auch Sachen verkaufen. Außerdem sucht die Kommandantin uns da. Kann ich irgendwie behilflich sein? Das sieht doch wie eine Kommandantin aus. Ah, Gerogon. Ich dachte mir schon, dass ihr es sein könntet. Hier im Süden spricht man praktisch von nichts anderem als euren Taten in Nashkel. Okay, wir sind anscheinend inzwischen eine Berühmtheit geworden. Ich bin Offizier Wei von der Flammenden Faust und ehrlich gesagt könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die erste Antwort ist komisch. Ich bin geehrt, eure Aufmerksamkeit erweckt zu haben, Offizier. Wie kann ich euch behilflich sein? Meine Truppe und ich sind von Baldes Tor abgeschnitten. Wir haben schon seit fast einer Woche keine neuen Befehle erhalten und ehrlich gesagt gefällt mir das Ganze gar nicht. Die Überfälle sind seit eurer Rückkehr aus Nashkel schlimmer geworden. Ja, das haben wir mitbekommen. Vor allem auch diese stärkeren Banditen, ne? Oder besser gesagt, die besser ausgerüsteten, besser ausgebildeten Banditen. Früher dachte ich, dass es sich dabei nur um gewöhnliche Räuber handelt, die schnell etwas Geld verdienen möchten. Aber heute sehe ich das anders. Die stehen bestimmt in jemandes Auftrag. Auf jeden Fall muss ich meine Truppen zu Baldur's Tor zurückbringen. Ich werde für jeden Räuber-Skype, den ihr mir bringt, 50 Goldmünzen zahlen. Ah, doppelt so viel wie die Händler. Wir hätten die damals nicht verkaufen sollen. Sagt das bitte auch weiter. Ich will dieses ganze Gebiet gesäubert haben, bevor der Winter beginnt. Na gut, Imoen, gib ihr mal deine büschelweise Haare. Ich sehe schon, dass ihr fleißig wart. Also weiter so. Je mehr Räuber-Skalps ich bekomme, desto reicher werdet ihr. Ich nehme euch die Skalps alle ab.
So. Oh, das ist schönes Geld. 500 Goldmünzen pro Stack. Hat noch jemand Haare? Das klingt irgendwie komisch. So, aber nee, Immo hat die alle gesammelt. 4200 Goldmünzen. Schön, schön. Aber wirklich neue Informationen hat für uns hatte sie nicht, ne? Also wo genau das Diebeslager ist zum Beispiel. Sprechen wir sie nochmal kurz an. Nee, nichts Neues. Und dann sprechen wir hier mal mit dem Wirt und schauen, ob er die Waren, die wir hier haben, noch ankauft. Sonst schlafen wir einfach und gehen dann zur Schmiede. Ja. Schlafen wir noch einmal königlich. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient. So. Und wir können es uns jetzt auch leisten. So. Speichern. LP 26.